Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of Empires 2 The Definitive Edition. Mit mir, Gaius Julius Caesar, machen wir weiter. Schau mal, was haben wir hier? Glühendes Geschoss. Okay, präzisere Geschosse ist immer gut. Ja, wir werden unsere Geschosse hier ein bisschen stärken. Oh, und wir haben ganz viele untätige Siedler. Die müssen alle noch hier runter zum Gold. Etwas Holz, bitte. Bergarbeiterlager bitte bauen. Bulden. Man darf. Achso, halt, du müsstest auch mal ein Feld bitte wieder hinbauen. Ihr habt auch nichts mehr zu tun. Wo haben wir denn noch Gold? Hier ist doch noch Gold. Baut mal bitte hier noch ein Bergarbeiterlager. Sehr schön. Wir sind ja jetzt schon im letzten Zeitalter, sprich wir können jetzt hier schon richtig loslegen. Ne, Elite-Plänkler. Ich dachte, wir können als Briten Langbogenschützen bauen. Oder muss ich dafür noch was anderes machen? Wartet mal. Ich würde mal gerne... Kann ich jetzt schon die Burg bauen? Ja. Okay, wir rücken hier mal vor. Haben ja einiges an Armee. Sehr schön. Okay, hier unten läuft alles... Oh ja, wir sind... Wir haben ein Problem hier gerade. Wir müssen noch ein paar Häuser bauen. Wir sind tatsächlich schon am Bevölkerungslimit angekommen. Ich dachte, so viele Häuser kann man gar nicht bauen. Gut, wir machen es trotzdem. Ah ja, helf mal mit, die Burg bitte zu bauen. Upgrades hier. Kann ich denn noch mehr Upgrades finden? Hier. Ja, ich wollte eigentlich meine Schmiede in der letzten Folge wiederfinden. Ach, die habe ich hier unten gebaut. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Weil wir haben Ressourcen gerade ohne Ende. Etwas Holz, und hier wird jetzt schon angegriffen. Unsere Kavallerie ist sehr stark. Wir greifen jetzt hier schon mal die nächsten Gebäude an, würde ich sagen. Haben die Gegner keine Chance? Die Goten. Gegen uns Briten. Zu unseren Onagern. Sehr schön. Okay, das läuft doch bis jetzt alles nach Plan hier. Langschwertkämpfer könnten wir dann auch ausbilden, wenn wir wollen. So, ja, noch ein paar Dorfbewohner vielleicht. Wobei auch das werden wir jetzt kaum brauchen, glaube ich, noch. Handkarren sollten wir auf jeden Fall noch erforschen. Da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen. Aber das ist nicht so schlimm. Mandatum. So, unsere Burg ist bald fertig. Tötet mal den Siedler, was wollen die denn da bauen? Einen Stall? Mandatum. Da kümmern sich unsere Arbalestenschützen schon drum. Oh, die schießen aber noch sehr ungenau, muss ich zugeben. Die schießen aber noch richtig ungenau. So, immer schön vorwärts. Die Burg wird hier gebaut. Sehr schön. Aber ja, wir sind jetzt bald beim Bevölkerungslimit. Ich glaube, die ganzen Häuser hier sind gar nicht mehr nötig zu bauen. Fällt mir gerade auf. Weil mehr als 200 Bevölkerung können wir eh nicht machen. Ah, okay, wir können aus der Burg die Langbogenschützen bauen. Ich verstehe. Kann ich denn mehrere Burgen bauen? Ja, tatsächlich. Ja. Dann baue ich doch noch eine zweite Burg hier gleich dazu. Ist da ein Limit für Burgen? Ich habe nur keine Steine mehr. Das geht natürlich nicht. Deswegen gehe ich hier nochmal... Wo haben wir noch Steine? Steine gibt es tatsächlich nicht so viel hier in der Nähe. Da oben sind noch Steine. Ja, gehen wir doch da hoch. Wir haben jetzt nicht die Steine damit weggebaut. So, wir werden uns jetzt nochmal hier einmal zurückhalten. Mit der Armee, die Armee einmal sammeln. Ah, schaut mal, der Dorfbewohner. Hier mein Priester. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Priester kann uns nämlich bekehren. Ah, jetzt haben wir hier schöne Langbogenschützen. Die haben, soweit ich weiß, auch eine richtig gute Reichweite. Yes.
Jawohl, die Langbogenschützen sind sehr stark. Holzfällerhütte. Können wir für die eigentlich noch Upgrades finden für die Holzfällerhütten? Ja, auch die kriegen noch Upgrades. Bergarbeiterlager nicht mehr. Ready. Okay. Zweite Burg wird noch gebaut. Genau, wir können hier oben schon mal weiter angreifen und zerstören. Sehr schön. Es läuft noch ganz gut. Was haben wir jetzt hier? Ein Husar. Tötet den Husaren. Schießt ihn ab. Freisassen. Okay. Pioniere. Wehrpflicht. Ja, ein paar interessante Sachen. So, hier werden jetzt bitte jeweils Langbogenschützen gebaut. Was kosten die überhaupt? Holz und Gold sind eigentlich recht günstig. Jawohl. Etwas Holz, bitte. Langbogenschützen werden gebaut. Und ich würde gerne noch eine weitere Burg bauen. Achso, ja, jetzt sollten wir vielleicht ihm mal Holz geben. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wo können wir ihm denn Holz geben? Wahrscheinlich unter Diplomatie, oder? Schauen wir mal nach. Jawohl. Können wir sogar unserem Feinde Holz geben? Das würde ich gerne nochmal kurz überprüfen. Geht das? Tatsächlich, wir können unserem Feind sogar Ressourcen schicken. Das ist ja eine interessante Möglichkeit. So. Schöne Grafik auf jeden Fall. Die Armee marschiert voran. Unsere Langbogenschützen kommen alle hervor. Und der Feind wird unter Beschuss genommen. Da haben wir jetzt noch sinnlos Häuser gebaut, aber wieso auch nicht. Wir können sogar ein Weltwunder bauen. Fehlen uns nur Steine gerade. Komm mal, ich hab doch einen Marktplatz. Kann ich da Steine... Nee, hä? Hier steht überall Gold. Kann ich keine Steine handeln? Das ist ja blöd. Ah ne, hier. Um 100 Steine für Gold zu kaufen. So. Ready, könnt ihr jetzt das Weltwunder bauen? Na, wir haben vorher schon gewonnen. Verdammt, ich wollte doch noch ein Weltwunder bauen. Na gut, dann eben nicht. Zurück zur Karte. Sehr schön. Sehr schön, jawohl. Wir haben gewonnen. Wir haben triumphiert. Das ist auch ganz interessant. Ach, wir haben hier noch die feindliche Burg zu Fall gebracht und vernichtet. Ja, da hatten die Goten einfach nichts mehr. Nichts mehr, was sie dagegen setzen konnten. Oh, schaut mal, hier vor allem diese Feuerpfeile sind echt schön gemacht, muss ich sagen. Das wurde alles schön animiert. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ich habe das Ganze jetzt auf, ich glaube, ganz guten Grafikeinstellungen gemacht, aber nicht auf den besten Grafikeinstellungen, weil das hätte tatsächlich mein PC nicht geschafft, liebe Zuschauer. Denn da sind auch irgendwann Grenzen gesetzt, also das Spiel braucht auf jeden Fall viel mehr Power natürlich als das normale Age of Empires 2, aber dafür bietet es auch mehr. Also wir haben hier wirklich schönere Grafik, wir können viel mehr Dinge machen. Alleine, dass ich meinen Speer mit Shift hin und her schicken kann, ohne dass ich am Ende noch einen Rechtsklick machen muss, ist schön. Dass meine Felder hier automatisch ja wieder gebaut werden, das ist auch eine echt schöne Sache. Also das ist hervorragend, diese Funktion, weil für mich, ich bin schon so überfordert, das würde ich im Late Game nicht mehr hinbekommen. Und jetzt haben wir ja 3000 Holz, da ist es auch kein Problem, wenn da uns jedes Mal 60 Holz abgezogen wird. Also das ist echt schön gemacht, auch dass man hier in dem Dorfzentrum Schleifen setzen kann, für Siedler, fürs Agen, Technologien und so weiter, das ging glaube ich auch alles vorher nicht. Also das sind wirklich einige richtig schöne Erweiterungen. Ich denke, wir haben uns jetzt hier ganz gut geschlagen. Wie gesagt, ich spiele das Spiel ja nicht oft genug, deswegen kann ich sicherlich noch vieles besser machen. Und ich wollte mich jetzt auch erstmal rantasten. Natürlich kann man die KI noch deutlich schwerer machen, dass die einen sogar selbst dann bezwingt und fertig macht. Es ist, glaube ich, auch eine schöne Funktion, dass ich hier sehen kann, was unser Verbündeter macht. Das kenne ich auch aus Age of Empires 3 so, dass das tatsächlich der Fall ist. Und deswegen hat das schon ganz gut gepasst. Ach, hier hinten hat jetzt der Verbündete 3 Marktplätze gebaut. Wir hätten das jetzt also noch optimieren können. Dann hätten wir noch mehr Gold bekommen mit mehr Marktplätzen und mehr dieser Marktkarren. Ah, ich sehe gerade, die transportieren scheinbar
immer 55 Gold. Okay, das ist interessant. Und hier können wir also unsere langen Bogenschützen machen als Brite. Das ist unsere Besonderheit aus der Burg heraus. Das heißt, aus der ganz normalen Schießanlage kommen also auch nur die Einheiten, die auch zum Beispiel die Goten machen können, wie die Arbalestenschützen. Da gibt es dann nicht mehr so viele Unterschiede. Ah, hier können die Spanier kommen mit Paladinen. Die Spanier haben uns jetzt aber gar nicht so sehr geholfen. Also wir haben tatsächlich den Gegner mit eigener Armee besiegt und die Spanier haben sich hier in Ruhe aufgebaut, haben auch so ein bisschen den spanischen Baustil. Also wenn wir das hier vergleichen, die Häuser sind alle ein bisschen mediterraner und wir eben deutlich, ja, britischer, europäischer, westlicher angehaucht. Also auch hier sehen wir den Unterschied sehr schön in der Grafik. Oh, und das ist, finde ich, auch echt ein schönes Bild hier, wie unsere Armee, vor allem unsere ganzen Fernkämpfer, Dutzende von brennenden Pfeilen auf die Gegner schießen. So, sehr schön. Können wir uns jetzt noch Statistiken anschauen? Beziehungsweise wir können uns vorher mal den Technologiebaum kurz noch angucken, für alle, die den nicht kennen. Sehen wir ihn hier. So, dunkles Zeitalter, Feudalzeit, Ritterzeit. Okay, scheinbar können wir als Briten keine Briten- und Bogenschützen machen. Okay. Dafür können wir hier Elitekämpfer rekrutieren. Die sind natürlich auch sehr stark, aber keine Hellebardiere. Also es gibt einige Unterschiede, dass man hier einiges nicht rekrutieren kann. Stall? Britne Speer, Zuchtauswahl. Aber einen Stall konnten wir doch bauen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso der durchgestrichen ist, der Stall. Universität, mit der haben wir uns jetzt gar nicht so sehr beschäftigt. Hier die Burg, da gibt es ganz viele Sachen. Wehrgänge. Ach, oder ist das das, was wir jetzt noch nicht erforscht haben? Weiß ich gar nicht. Nee, viele Sachen haben wir hier gar nicht erforscht, die nicht mit einem X markiert sind. Ach so, ich Idiot, entschuldigt, liebe Leute, wir sind hier bei den Azteken. Ich muss natürlich die Briten auswählen, habe mich schon gewundert, dass da einige Sachen nicht passen. Okay, aber hier Handkanoniere können wir zum Beispiel nicht machen. Bogenschützenreiter natürlich schon. Und Elitekämpfer wäre bei uns noch eine starke Einheit gewesen. Stall können wir natürlich machen. Ah, die Azteken können keinen Stall machen. Okay. Ja, macht Sinn. Die sind ein sehr infanterielastiges Volk gewesen. Wir können hier einige Upgrades nicht machen. Deswegen ist dann die Kavallerie von den Franken zum Beispiel stärker, weil die können diese Upgrades machen. Also je nachdem haben die dann unterschiedliche Stärken natürlich auch, je nachdem, welche Technologien wir erforschen können. Hier in der Schmiede können wir alles erforschen. Und bei der Schießanlage sind wir auch sehr stark dabei, genau. Hier die Universität. Ah, Kanonenturm können wir auch nicht bauen. Das ist ja auch interessant. Okay. Hier unsere Burg mit den Elite-Langbogenschützen, die wir bauen können. Die sind schon sehr stark. Das gefällt mir auf jeden Fall. Kloster. Achso, das ist gar keine Kirche, das ist ein Kloster. Okay, mhm. Genau, wir können hier die verschiedenen Dorfzentren bauen. Wir können keinen Steinbergbau betreiben als Briten. Okay, interessant. Das können wir jetzt nochmal kurz mit den Franken vergleichen, vor allem bei der Kavallerie. Zuchtauswahl, Hussar, das haben wir alles nicht. Paladine. Schauen wir mal kurz zu den Franken. Ah, die haben aber die Zuchtauswahl auch nicht. Okay. Aber dafür haben sie Paladine, die sich rekrutieren können. Die sind richtig starke Kavallerieeinheiten. Das ist schon nicht schlecht. Ja, so viele Unterschiede gibt es dann hier gar nicht. Aber wir können ja nochmal kurz schauen, was haben wir denn noch? Die Vietnamesen. Das sieht dann schon mal wieder ein bisschen anders aus, das Ganze. Und ich glaube, was ist mit den Bulgaren? Die sind doch hier neu dazugekommen. Als neues Volk. Die können zum Beispiel auch Paladine rekrutieren. Hellebardiere können sie machen. Keine Arbalestenschützen. Also die Bulgaren sind sehr primitiv, was die Fernkämpfer angeht. Dafür haben sie, glaube ich, hier gute Kavallerieeinheiten bis zu Paladinen. Ja, und hier gibt es auch nochmal, sie können Kanonenschiffe bauen, die Bulgaren. Auch interessant. Okay. Ja, nicht schlecht. Haben wir jetzt mal den Technologiebaum noch angeschaut. Ziele. Standardspiel. Gewinnen Sie das Spiel, indem Sie ein Weltwunder errichten, alle Reliquien einnehmen oder alle Feinde vernichten. Okay, ja, wir haben jetzt natürlich alle Feinde vernichtet, hätten jetzt aber auch gleich noch ein Weltwunder bauen können. Nur die Reliquien, die waren irgendwie weg, bevor ich sie mir holen konnte. Vielleicht hat er aber auch unser Verbündeter die schon geholt. Oder eben der Feind. Da müsste ich noch ein bisschen besser drauf achten. Okay, Diplomatie haben wir gesehen.
Gut, jetzt schauen wir mal, ob wir noch Statistiken sehen können. Wir haben das ja jetzt beendet, ne? Dann können wir das laufende Spiel beenden. Ah, okay, hier sehen wir nochmal ein paar Statistiken. Punktzahlen. Wir haben am Ende 12.748 Punkte gehabt. Ordone, der Zweite von Leon, unser spanischer Verbündeter 5.200, unser Gegner 3.760, aber den haben wir ja auch fertig gemacht. Schauen wir mal auf Militär. Wir haben 83 Feinde getötet, unser Feind nur 15 von uns, obwohl wir haben 23 Männer verloren. Ich weiß gar nicht, wie die dann gestorben sind oder durch wen. Komisch. Das ist ja mysteriös, durch irgendwie wilde Tiere. Auf jeden Fall haben wir auch die meisten Gebäude abgerissen. Und wir hatten das größte Heer. Wir haben auch die meisten Ressourcen gesammelt, also wirklich mit Abstand. Fast dreimal so viel als unser Verbündeter. Also unsere Wirtschaft lief sehr gut. Hier sehen wir die Technologiezeiten. Unsere Burgen. Ah, schaut an, hier sehen wir die Reliquien. Tatsächlich, unser Verbündeter hat drei Reliquien erobert und unser Feind hat drei Reliquien erobert. Wir haben uns da gar nicht drum gekümmert. Okay, gut zu wissen, da muss man echt ein bisschen drauf achten. Und hier sehen wir noch Zeitlinien. Feudalzeit, Ritterzeit, je nachdem. Wir sind relativ früh immer im nächsten Zeitalter gewesen. Unsere Verbündeten und Feind, alle immer exakt gleich nach uns. Auch nicht schlecht. Schlachtereignisse. Ah, hier hinten kam es erst zur Schlacht. Das ist ja schön, dass das auch nochmal bildlich angezeigt wird. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Karte. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Zwei Videos mal zu Age of Empires 2 Definitive Edition. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwann mal in die Kampagnen reinschaue, ob mich da irgendeine Kampagne nochmal genauer interessiert. Oder vielleicht gibt es mal auch das ein oder andere Spiel, vielleicht zum Beispiel mit Falkenmut zusammen, also dass wir auch mal im Multiplayer spielen. Das wird sich, denke ich, zeigen. Aber Age of Empires 3, wenn euch das interessiert, wird es natürlich weiterhin jede Woche ein Video mindestens auf meinem YouTube-Kanal geben. Und mittlerweile gibt es ja schon, glaube ich, echt über 300 Videos zu Age of Empires 3. Also da findet ihr, denke ich, genügend dazu und in Zukunft vielleicht auch ein bisschen Age of Empires 2 mit The Definitive Edition. Wenn es neue Informationen zur Age of Empires 3 The Definitive Edition gibt, werde ich euch natürlich informieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.